Das ist das Schaufelrad-Motorschiff Kaiser Franz Josef I., das mehrmals täglich über den Wolfgangsee fährt. Mit an Bord sind bei dieser Fahrt Frau Karin Huber mit Tochter und Freundinnen. Karin hat diesen Tag am Wolfgangsee bei einem Quiz bei Radio Salzburg gewonnen. Gesponsert wird dieser Preis von der Salzburg AG. In einer Tageszeitung hat Karin davon gelesen und sich angemeldet. Durch eine gute Kombinationsgabe kann Karin die alles entscheidende Frage richtig beantworten. Das war die Frage, was war früher da? Das Schiff oder also der Kaiser Franz Josef Dampfer oder das Hotel, das Weiße Rösl, und dass er ums Quiz ums Schiff gegangen ist, habe ich mir gedacht, nein, es wird was Schiffs gewesen sein. Also habe ich schnell das Schiff gesagt. Und das war es dann. Aber die Mama hat es dann Gott sei Dank geschafft und ja, hat gegen beide Männer gewonnen. Los geht's der Tag am Wolfgangsee bei der Anlegestelle Schafbergbahn. Dann fahren wir nach St. Wolfgang Markt, da steigen dann noch Fahrgäste zu. Und da fahren wir dann wieder weg Richtung St. Gilgen. Ich fahre dann irgendwie so in der Nähe da vom Gamssee rauf, da Lueck, und dann lege ich in St. Gilgen an. Da ist dann wieder ein Fahrgastwechsel und dann fahren wir um 10.30 Uhr in St. Gilgen wieder weg und dann fahren wir auf der linken Seite da Richtung Falkenstein-Wand, Ferienhort Ried-Falkenstein, dann wieder durch die Einstiegsstelle vom See fahren wir wieder zurück zu der Anlegestelle Schafbergbahn, wo die Fahrt ihren Ausgangspunkt hat. Eine schöne und beeindruckende Fahrt über den See. Und Karin hat auch einige Begleiterinnen mit. Also, ich habe meine Tochter, die Lena, mit, ihre Freundin, die Miriam, und unsere Leihoma, die Inge. Ich habe mich auch voll gefreut, wie sie mich gefragt haben, ob ich mitfahren will. Und ja, das gefällt mir halt voll. Auf Karin wartet noch was ganz Besonderes. Sie darf ans Steuer. Es ist natürlich was Besonderes, wenn man so das Steuerrad in Hand hält. Immer so ein altes Steuerrad mit Holz, das hat schon Geschichte. Und man stellt sich das einfacher vor, wie es ist. So einfach so geradeaus, aber das ist nicht einfach. Also das braucht Routine, Ruhe und ja, da braucht man einfach das Gefühl dafür. Es war ein schöner und entspannter Tag am Wolfgangsee.